Lieben, wieder mal ein paar Tage geschafft. Es ist Mittwoch und quasi haben wir jetzt 2 Wochen erreicht. Also ja, es geht, naja, mit großen Schritten aufs Bergfest zu, wäre jetzt gelogen, aber immerhin schon mal 2 Wochen geschafft. Ja, man hört es wieder, Joshua ist dabei, geht halt nicht anders. Also wenn es zwischendurch mal klopft oder quietscht, das kommt von da unten, ne, Männlein? Ja. Ja, ich starte vorweg ganz kurz mit dem, was habe ich gegessen. Das Uninteressanteste. Am Montag habe ich nur Brot, also tagsüber nur Brot mit Frischkäse gegessen, weil ich bei einem Treffen war mit ein paar anderen Frauen und Babys. Und ja, da habe ich mir dann Brot und Frischkäse mitgebracht, 2 Sorten, weil ja, ich darf halt ja nicht alles essen, aber das war auch völlig in Ordnung. Also habe ich mich daran gehalten. Ansonsten hatte ich noch einen griechischen Joghurt mit Nüssen, also mit salzigen Nüssen. Dann abends ganz simpel und schnell gekocht, ein paar Dinkelspaghetti mit Tomatenstücken aus der Dose und Linsen. Schön Gewürze dazu, ein bisschen Parmesan drüber gehobelt. Einfach und lecker. Dann abends noch eine Handvoll Nüsse und das dürfte so in etwa gewesen sein. Am Dienstag gab es zum Frühstück Porridge. Ich habe gestern nur Brot mit Käse und Frischkäse gegessen, weil ich abends einfach so müde war, dass ich gar keine Lust mehr hatte zu kochen. So habe ich mich einfach an Joghurt, Brot, Nüsse und das Porridge gehalten. Äußerst langweilig. Für heute ist dann Gemüse-Hähnchenpfanne im Omelettmantel geplant. Das ist schon, steht schon quasi bereit. Also heute wird wieder gekocht. Zum Frühstück gab es Porridge und zwischendurch jetzt hatte ich eine der Einkaufsempfehlungen oder Empfehlungen, je nachdem, von denen ich gleich berichte. Das erste, was allerdings auf meinem Zettel steht, ist der Rezept-Fail. Und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte versuchen, Schoko-Nussriegel selber zu machen. So ist das Ergebnis. Das sind meine Riegel und das ist ein gekaufter. Ja. Meine Riegel schmecken mir viel besser, weil die viel schokoladiger sind. Allerdings sind die sehr weich, also die sind kaum mitzunehmen, würde ich sagen. Ich hatte die Datteln eingeweicht, das war vielleicht ein Fehler. Ich werde das Ganze also nochmal testen mit den gleichen Inhaltsstoffen und aber anderer Zubereitung, sage ich mal. Und bin mal gespannt, ob es dann ja, portabel wird, auch wenn es, wie gesagt, sehr, sehr lecker ist. Wenn ich da durch die Testphase irgendwann durch bin, lasse ich euch natürlich wissen, wie man es zubereitet. War auf jeden Fall einfach. Ich habe sie aber jetzt an der Luft ein bisschen trocknen lassen und auch bei Umluft im Backofen ein bisschen getrocknet. Trotzdem sind sie noch relativ weich. Ja, ansonsten habe ich Sport gemacht am Sonntag. Wie geplant habe ich das kleine Workout gemacht. Und gestern haben wir Mami-Sport gemacht mit Mamis und Babys zusammen. Ein paar Übungen mit den Babys und ein paar Übungen neben den Babys. Ja. Und Muskelkater lässt jetzt grüßen. Aber ich mache meinen Sport und habe hoffentlich damit einen Effekt wie gewünscht zum Ende der Fastenzeit, dass sich an den Muskeln ein bisschen was getan hat. Gewichtstechnisch ist im Moment ungefähr schon 1 Kilo runter. Mal gucken, wie das so weitergeht. Ich habe extremen Durst zurzeit, muss aber auch sagen, dass ich ja durch das Fastenbrechen am Samstag wirklich von neu starte und es fällt mir auch gerade sehr, sehr schwer. Es ist sehr schwierig, konsequent zu bleiben. Ja, muss ich jetzt durch, ne? Ja, war auf jeden Fall nicht so klug, aber wie gesagt, Junggesellenabschied ist einmal im Leben. Also, ja. Was steht noch auf meinem Zettel? Die Einkaufstipps, genau. Ich habe heute bei DM einmal das hier gekauft. Einen Natur-Kokos-Joghurt, vegan auch noch. Ja, ich würde mal sagen, das ist Geschmackssache. Also zum einen war es für mich ein bisschen strange, dass die Konsistenz war so ein bisschen wie eine Handcreme irgendwie. Eine Handcreme aus dem Töpfchen. Sollte man, glaube ich, auch auf jeden Fall am besten kalt genießen. Und geschmacklich, ja, war schon ein bisschen Kokos da, aber irgendwie war das auch so ein bisschen säuerlich.
Ja, also nicht wie ein Naturjoghurt mit Kokosgeschmack. Also für mich war das jetzt nichts. Vielleicht habt ihr Lust, das zu testen. Für mich war das ein Test und ich weiß, no, nicht nochmal. Dann habe ich außerdem hier diese Knabberbällchen. Die sind ja beide vom Aldi und aus Maismehl grundsätzlich und Gewürze. Kein Zucker drin, die kosten glaube ich knapp einen Euro. Für so eine kleine Packung relativ viel. Und auch wieder diese Geschichte, es sind Chips, es sind Süßigkeiten, was ich ja eigentlich lassen will. Ja, ich habe sie auch noch nicht getestet, das wird wahrscheinlich mein Mann dann irgendwann bei einem Film mal machen. Ansonsten habe ich noch gekauft, ja, weil meine Mutter davon erzählt hat, hier einmal Roggen-Sauerteig-Extrakt für Brot. Sie sagte, das hat sie mit reingemacht und das hat sehr, sehr, sehr den Geschmack ins Positive verändert. Das verwendet man zusammen mit Hefe und lässt den Teig dann auch gehen und ja, ich bin mal gespannt. Hat einer von euch damit schon mal gebacken? Wenn ja, lasst es mich wissen. Und wenn das nächste Brot damit gebacken wird, dann werde ich natürlich ebenfalls berichten, wie das neben Brotgewürz sich auswirkt in Brot. Ja, das war es so im Generellen. Es wird wärmer, die Mücken sind da, ich bin schon zerstochen, juhu. Aber das nur am Rande. Ich habe Anwaltlauferei und so weiter schon hinter mir und bin gespannt, wie das mit meinem Auto weitergeht. Und ebenfalls mit meinem Schleudertrauma und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, das war's schon. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch und ich denke, wir sehen uns zum Wochenende wieder. Bis dahin habe ich es dann vielleicht auch geschafft, das Kürbis-Ziegenkäse-Quiche-Video zu schneiden, weil die ist wirklich sehr, sehr lecker und das Rezept will ich euch nicht vorenthalten. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Über ein Feedback wäre ich ganz dankbar und ja, ich sage mal bis dahin. Tschüss. Ja, du sagst auch tschö, ne? Tschüss.